Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Heimberger Bienchen. Mein Name ist Elsa und ihr schaut hoffentlich heute nicht zum ersten Mal zu, sondern habt den Kanal schon abonniert. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann könnt ihr das jetzt noch nachholen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Heute ist es soweit und ich stelle euch einen Spindelschleifer vor, den ich mir übrigens selbst gekauft habe vor kurzem. Ja, dieser Spindelschleifer, den ihr hier seht, der ist von Scheppach und der hat die Bezeichnung OSM 600. Und ich würde den jetzt mal mit euch gemeinsam hier auspacken und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Bedienungsanleitungen. Der Spindelschleifer, der kommt natürlich mit einigen Zubehör schon mit an. Und zwar sind da drin 4 Gummihülsen, 5 Schleifhülsen mit einer Länge von 115 mm, mit einer Körnung von 80 und mit den Durchmessern 19, 26, 38 und 51. Und das sind nicht die Lottozahlen von dieser Woche, sondern die Durchmesser der Gummihülsen, die hier mit beiliegen. Dann ist hier das ganze Schleifteil da. Ups. Das sind die ganzen Scheiben zum Befestigen, zum Festmachen hier, Werkzeug, zum Reduzieren die Teile. Es riecht sehr chinesisch irgendwie. Also es hat halt diesen typischen Geruch irgendwie. Und dann haben wir hier irgend so ein zum Befestigen noch. Und natürlich ganz viel Müll, Müll, Müll. So. Und hier ist schon das gute Stück, was wir jetzt noch mal hier rausholen werden. Ja, ich drehe mal hier auf die Seite irgendwie. Ich merke gerade, eigentlich kann man das auch so rausheben. Ist jetzt nicht wirklich schwer. Das ist hier die Anleitung dazu. Ist also relativ einfach gehalten alles. Machen wir erstmal hier irgendeinen Ring hier mit rein. Nee, das war es jetzt schon, oder was? Hä? ja. Und hier unten seht ihr das Ablagefach für dieses Teil. Muss man bloß mal schauen, wie rum das reinkommt. So. Und von der einen Seite gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Und da passen nämlich theoretisch zumindest die ganzen Scheibenteile hier rein. Natürlich das da rein. Ist total cool irgendwie. Um ganz genau zu sein, kommt das nämlich hier unten mit rein. So, da ist alles verstaut. Ja, und die ganzen Teile hier müssten eigentlich irgendwo hier drüben mit reinkommen. Ja, auf der anderen Seite passt natürlich auch noch einiges rein. Und das hier, das müsste eigentlich dann wieder hier drüben Platz finden. So, und damit ist immer alles verstaut. Das finde ich schon mal sehr toll. Ist alles am Gerät dran. Diesen Schleifer hier, den gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Einmal ganz normal und einmal mit den ganz vielen Schleifscheiben noch mit dabei. Oder Schleifbänder oder wie auch immer man das noch nennt. Schleifhülsenset heißt es. Da
Das gibt es nochmal extra. Kam auch in einem extra Paket an, was ein bisschen verwirrend war, weil ich dachte eigentlich, das kommt alles in ein Paket, aber okay. Hier sind dann nochmal ein paar Nährschleifhülsen drin. Genau, also jeweils halt nochmal 3 Stück. Das ist alles, wie ich sehe, hier 120er Körnung. Das reicht erstmal für die nächsten paar Jahre. Ja, wie ihr gesehen habt, ist der Zusammenbau hier total easy. Also wirklich braucht man eigentlich 5 Minuten, nicht mal. Einfach hier draufstecken, zuschrauben und das war's. Und am Ende habt ihr natürlich dann Platz für alle Teile. Die sind direkt mit an der Maschine dran, das finde ich total super. Was mir natürlich nicht so gut gefallen hat, schon mal beim Auspacken, ist dieser ja, sehr, sehr starke Geruch. Jetzt gibt ja kein Geruchsfernsehen, sonst würdet ihr das jetzt mit riechen. Aber ich kann euch sagen, ja, es riecht wirklich sehr stark. Also ich hoffe, das geht dann irgendwann mal weg. So, und jetzt werde ich mal noch versuchen, etwas zu schleifen. Also bleibt noch dran. Jetzt werden wir das mal kurz hier an so einem Reststück probieren. Hier drüben seht ihr ja, kann man die Absaugung dran machen. Im Moment habe ich da noch nicht das passende Rohr, deswegen muss ich mir das noch kaufen. Also laut finde ich schon ganz schön. Was mich auch irgendwie wundert, dass man das Teil hier nicht festkriegt. So, und an diesen beiden Drehrädern muss man hier entgegengesetzt rumdrehen und dann kann man das hier runter machen eigentlich. Okay, da noch locker machen. Jetzt im Moment ist es bei 30 Grad eingerastet. Gibt es natürlich auch noch 45 Grad. 22,5 Grad. Das müssten 15 Grad sein. Und dann natürlich wieder auf 0 zurück. Wobei das irgendwie gerade nicht so ganz einrastet. Also man hört keinen Einrasten. Aber ich würde jetzt mal versuchen, auf 45 Grad zu schleifen. Was ich gerade noch gesehen habe, ist, dass hier oben und auf der anderen Seite, da unten, jeweils ein Pfeil ist. Der zeigt euch an, wie die Schleifrichtung ist. So, jetzt werden wir mal das wechseln von dem zu dem großen Schleifband. Jetzt nehmen wir wieder unser berühmtes Stück OSB. Ja, vielleicht hat ja jemand von euch schon mal das Video gesehen vom Konstantin zum Triton-Spindelschleifer. Wenn nicht, das Video verlinke ich euch da oben in der Infobox. Ja, bei der Triton war nämlich das Problem, dass hier unten
dieses Metallteil, wo dieses Schleifband hier festgemacht wurde, oder wo das Schleifband dran hängt, hier unten sozusagen, dieses Metallteil, das war dort nach außen gegangen, sodass man nie 90 Grad hinbekommen hat, beziehungsweise irgendeine Gradzahl, die man eingestellt hat. Ausgeholfen hat er sich dadurch, dass man hier ein Stück Holz drunter gelegt hat. Das konnte ich bei dem jetzt hier allerdings nicht feststellen, so auf die Schnelle. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Produktvorstellung gefallen. Ja, und falls ihr euch auch überlegen solltet, so einen Spindelschleifer zuzulegen, dann verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung den ich hier habe. Schaut da gerne vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ihr habt den Kanal schon abonniert und die Glocke vor allem aktiviert. Denn dann werdet ihr sehen, wann ich das nächste Mal ein Video rausbringe. Das wird schon sehr bald sein. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Heimwerkerbienchen. Tschüss!